Hi Leute, das Sanu hier. Das DLC Shadow of the Erdtree ist da und mit ihm natürlich jede Menge Content und auch jede Menge neuer Bosse. Knüppelhart stellenweise und der allererste, auf den man trifft, ist ein alter Bekannter aus den ganzen Trailern, die man gesehen hat zu Shadow of the Erdtree. Und es ist die göttliche Bestie Tanzender Löwe. Und als ich dort angekommen bin, war schon geil. Ich hab zwei Tries für euch im Videoformat, wer da Bock drauf hat. Da könnt ihr euch auch vielleicht ein bisschen was abgucken. A, wie man es nicht macht und B, was ihr definitiv vermeiden solltet oder könnt ihr euch irgendwas daraus ziehen. Deswegen vielen Dank für alle, die bis hier noch da sind. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns auf dem Discord vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Kampf.